Das mächtige im gotischen Stil erbaute Backsteinhaus mit seinen beiden Türmen und den hohen Fenstern mit den farbigen Butzenscheiben erinnert mich bei jedem Besuch an eine Kirche. Dieser Eindruck weicht allerdings schnell. Die 4 Meter hohe Mauer mit den 3 Lagen ausgerollten Stacheldraht und die aufmerksame Eingangskontrolle der Justizbeamten am Gefängnistor zeigen eine weniger fromme Realität. Auch dieses Mal bin ich nicht wegen der architektonischen Schönheit hierher gekommen. Ein Strafgefangener hatte sich dem Gefängnisarzt anvertraut und behauptet, Mithäftlinge hätten ihn gefoltert. Ich bin Profiler, ein Spezialist für ungeklärte Morde, ein Grübler und Querdenker unter den Ermittlern. Meine Ansätze sind oft ungewöhnlich, nahezu verrückt. Ich stelle nach, wie Mörder töten. Ich begebe mich in die Rolle des Opfers. Ich stehe stundenlang an einem Tatort und warte darauf, dass er zu mir spricht. Nicht jeder versteht immer genau, was ich gerade tue. Ich schlüpfe in die Rolle des Mörders, um das Verbrechen mit seinen Augen sehen zu können. Der Weg dieser Erkenntnis führt auch durch Leichenhallen, Sektionssäle und Schlachthäuser. Das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man einen ganz anderen Blick auf das Böse haben will.